Frau, sie hat doch einfach ihre Tage, es geht vorbei. Hast du seit über einer Woche? Vielleicht ein Rohrkrepierer. Sehr witzig, Urs, ich muss sagen. Falls du wissen, ich habe nicht meine Tage. Gehen wir einfach alle auf den Geist. All zusammen. Darf man auch noch wissen, warum? Wegen eurem scheiß Macho-Gehabe. Ich dachte, dass Schwule etwas anders sind in dieser Beziehung, aber ich habe mich offenbar getuscht. Macho-Gehabe! Von was redest du genau? Euer überhebliches Getue mir gegenüber. Ich kann doch als Frau gar nichts sagen in dieser Wohnung, wenn es mal um etwas Wichtiges geht. Ist es wegen Jori? Jori ist doch nur ein Beispiel, dass sie mich nicht ernst nehmen. Für euch bin ich doch nur so ein Netzanhängsel, das ab und zu auf die Dienstmeidle spielt, oder? Du spinnst total. Schau, ich weiss nicht, was dein Problem ist. Seit einer Woche zeigst du nur noch rum. Und du musst dich einfach nicht wundern, wenn dich niemand beernst. Sie zieht nur rum. Sie ist schlecht drauf. Wahrscheinlich hat sie ihre Tage. Dümmer geht's wohl nicht mehr, he? Weißt du was? Zieh doch in eine Frauen-WG. Dort findest du wahrscheinlich mehr Verständnis. Gute Idee, Urs. Dann habt ihr mich mal los und dann könnt ihr jeden Abend eure netten Herrenpartys feiern. Super! Viel Spass. Hm? Oh, Frauen, fahren wir raus. Ich will mir nicht sagen, was mit dir los ist. Ich weiß es doch auch nicht. Es nervt mich momentan einfach alles. Ist es wegen dem Job? Ja, auch. Es ist einfach die ganze Situation. Das Fünfte in dieser WG. Der Jori. Ich habe einfach zu wenig Raum für mich. Wie meinst du das? Wir hocken die ganze Zeit aufeinander oben. Ich muss auch ein bisschen für mich sein. Du bist in ein eigenes Zimmer, ist das Problem? Lotta, du musst mir sagen, was mit dir los ist. Wie soll ich sonst wissen, was soll ich anders machen? Im Moment würde ich einfach allein sein, das ist alles. Soll ich gehen? Alex, es tut mir leid wegen morgen, es tut mir leid wegen vorher. Ich bin im Moment einfach nicht so gut drauf und es wäre jetzt besser, wenn wir... Okay. Ich gehe mit den anderen eins ziehen. Lotta, hast du einen Moment? Immer, Alex. Allein. Jetzt? Kann das nicht warten bis nach dem Essen? Nein. Kannst du mir sagen, was da genau läuft? Was ist los? Willst du mir das eigentlich vermiesen? Ist das Problem? Hast du das Gefühl, ich vermisse das, dass du mir nicht erzählst? Hast du ja vorher erzählt? Du findest es also völlig normal, dass es so en passant einfach abends Nacht zusammen mit dem Thomas und dem Moos. Brauchst einen roten Teppich? Hör auf mit dem Scheiß, du weißt genau, was ich meine. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass es dir am Abend nicht gut geht. Und von deinem grossen Traum, ein Label zu gründen, habe ich auch nicht gewusst. In jedem Fall habe ich nie davon geträumt, den Rest von meinem Leben mit dir als Kleinfamilie zu verbringen. Du findest mir einen Spießer. Nur weil ich mir mit dir ein Kind wünsche. Hast du mich eigentlich auch schon mal gefragt, was ich mir wünsche? Deine Probleme bei mich lösen oder über ein Kind, nur weil du dich nicht von deiner jüdischen Mama lösen kannst. Du spinnst, Lotta. Das ist überhaupt nicht wahr. Du unterstützt mich auch nicht bei den Sachen, die ich wirklich will. Du willst jetzt ein Kind und Pasta. Wie soll ich dich denn unterstützen, wenn ich gar nicht weiss, was in dir vorgeht? Willst du gescheiter mal fragen, warum ich dir das nicht erzähle? Das mache ich ja die ganze Zeit, aber ich weiss es nicht, weil du mich in letzter Zeit völlig ausschliessest. Hast du das Gefühl, für mich war das einfach, der ganze Familienstress? Womöglich noch konvertieren, oder? Das mit dem Kind, das war doch einfach dein Traum. Das stimmt. Wir haben darüber geredet, du hast es auch wollen. Aber jetzt will ich es nicht mehr, verstehst du? Ich will es nicht mehr.